im Zentrum. Abgestraft. Was nun? Österreich verliert sein AAA. Was sind die Folgen? Im Zentrum mit Ingrid Turner. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Hause und hier im Studio. Einen schönen Abend Ihnen bei Im Zentrum. Ja, die einen wollen es längst geahnt haben, die anderen sind schockiert. Wie auch immer, seit Freitag, dem 13. Jänner, gehört Österreich nicht mehr in den exklusiven Club derjenigen Länder, die mit dreimal großem A das Gütesiegel der höchsten Kreditwürdigkeit besitzen. Jedenfalls, wenn es nach der Ratingagentur Standard & Poor's geht. Die Reaktionen, die reichen von verdient über politisch motiviert bis unverständlich. Aber die Kernfrage, die ist doch, was sind jetzt die Konsequenzen? Wie geht's weiter? Und muss jetzt noch mehr gespart werden als ursprünglich geplant? Das bespreche ich mit jenen Damen und Herren, die in dieser Republik über die Finanzen entscheiden. Und das sind Sie. Der Gouverneur der österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, sagt, wir müssen die Rückstufung ernst nehmen, aber Augenmaß bewahren. Finanzministerin Maria Fekter, weniger Schulden, das bringt Unabhängigkeit von den Ratingagenturen. Erste Group-Generaldirektor Andreas Treichel, Osteuropa ist eine Chance für Österreichs Wirtschaft und keine Belastung oder Gefahr. Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, Konsolidierung und Reform konsequent umsetzen, ohne das Wachstum zu gefährden. Der Wirtschaftsforscher Bernhard Felderer meint, nur wenn wir uns alle anstrengen, können wir das AAA zurückgewinnen. Der Europaabgeordnete Elmar Brok von der CDU sagt, Ratingagenturen sind mehr Krisenverstärker als Frühwarner. Für den Brüsseler Finanzexperten Daniel Groß zeigt sich, international aktive Banken bergen immer auch eine latente Gefahr. Und wir steigen ein in die Diskussion mit der Seite der Politik, Frau Ministerin Fekter. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl hat gesagt, es brennt der Hut. Sie waren schon sehr, sehr oft bei uns eingeladen in diese Sendung. Da ging es um ganz heikle Themen, Euro, Griechenland, Budget, Finanzen. Bisher hat es nie geklappt, damit, dass Sie gekommen sind. Heute sind Sie da. Zeigt allein das schon, dass Christoph Leitl recht hat mit seiner Diagnose? Wir haben diese schlechte Nachricht zur Kenntnis zu nehmen. Aber wir werden uns nicht durch Ratingagenturen kopfscheu machen zu lassen. Also wir werden den Weg, den wir eingeschlagen haben, konsequent fortsetzen. Wir waren so schlecht nicht vorbereitet. Wir haben ja bereits im Herbst erfahren, dass das passieren könnte. Ja, das ist interessant, aber damals haben Sie beruhigt und haben gemeint, nein, es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu fürchten. Haben Sie jetzt damals Beruhigungspillen, verbale Beruhigungspillen verteilt oder haben Sie sich einfach... Frau Turner, ich fürchte mich auch jetzt nicht. Also ich fürchte mich auch jetzt nicht, sondern jetzt sind wir bestätigt in den Kurs, den wir einschlagen. Wir brauchen einen Sparkurs, einen Reformkurs, weil Schulden sind ein Damoklesschwert. Und wenn man zu viele Schulden hat, dann muss man sich am Markt Geld borgen. Wenn man also mehr ausgibt, als man Steuern einnimmt, muss man sich von irgendjemandem Geld borgen. Dann ist man Schuldner und dann muss man sich gefallen lassen, dass die Kreditwürdigkeit dieses Schuldners bewertet wird. Das wissen wir aber alles schon lange. Also jetzt haben wir es schwarz auf weiß, dass alle Bemühungen, die bisher unternommen wurden oder angekündigt wurden, nicht gereicht haben. Also So dramatisch sehe ich das nicht, Frau Turnherr, weil wir haben die Bemühungen, beispielsweise unser Ostengagement, das ja hier hauptsächlich mit ein Grund ist dieser Bewertung oder auch die Unsicherheit in der Eurozone. Das haben wir im Herbst schon angegangen und haben Maßnahmen gesetzt, die im Herbst bereits abgeschlossen worden sind. Und das hat eine andere Ratingagentur, Moody's, vor Weihnachten sehr positiv kommentiert und hat gesagt, das AAA bleibt Österreich deshalb erhalten. Also von drei Ratingagenturen haben wir bei zwei noch immer AAA und bei einer haben wir ein E verloren. Schauen wir, wie lange das noch so bleibt. Herr Staatssekretär Schieder, teilen Sie eigentlich die Meinung von Bundeskanzler Werner Faymann, der sagt, er fühle sich von den Ratingagenturen ungerecht behandelt?
Oder von Standard & Poor's ganz konkret? Es ist jedenfalls der Schritt von letzten Freitag, einer, der uns nicht recht ist, den wir aber ernst nehmen müssen. Es ist auch so, dass er Standard & Poor's in seiner Stellungnahme gesagt hat, dass sie einige europäische Länder zurückgestuft haben wegen der europäischen Situation. Das heißt nicht wegen der österreichischen, sondern wegen der gesamteuropäischen. Und sie haben auch hineingeschrieben, dass Österreich in Wirtschaftsfaktoren an sich ein gutes Land ist. Trotzdem haben sie uns auch hineingeschrieben, dass wir uns anstrengen sollen bei der Konsolidierung. Das ist genau das, was in Diskussion ist. Und Sie haben einen negativen Ausblick auch hineingeschrieben für Österreich. Wir haben auch einen negativen Ausblick bekommen. Es ist aber auch so, also um die Dinge so zu behandeln, wie sie sind. Wir haben vor einigen Wochen, ich glaube knapp 2 Wochen, Staatsanleihen begeben auf den Markt und haben sie sehr gut untergebracht. Wir haben alles untergebracht zu einem Zinssatz von 3,2% ungefähr, das heißt einem sehr guten Zinssatz. Es ist auch so, um das auch gleich zu sagen, durch den Euro-Beitritt, durch die Einführung des Euro ist unsere Gesamtzinsbelastung von früher bis zu 7% auf durchschnittlich 4% und jetzt aktuell sogar bei Neuverzinsungen, Verschuldungen auf 3,2% gesunken. Das heißt, wir sind in einer Tendenz, die nach unten geht, aber trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, ganz und gar nicht, sondern jetzt zügig und konsequent an dem weiterarbeiten, was wir uns sowieso schon im Herbst da vorgenommen haben und was wir auch im Herbst begonnen haben, nämlich konsolidieren, reformieren, Staatshaushalt in Ordnung bringen, den Ratingagenturen und den Finanzmärkten keine Chance zu geben, uns weiter anzugreifen. Und der negative Ausblick ist auch ganz klar dokumentiert in Richtung Schuldenberg. Das heißt, wir haben den Fingerzeig bekommen von Standard & Poor's, sollten unsere Schulden in Richtung 80% des Bruttoinlandsprodukts steigen, werden wir wieder heruntergeratet und daher bemühen wir uns ganz intensiv, dass wir nicht in diese Größenordnung kommen und da sind wir auf gutem Weg. Ja, wo wir ja wären, wenn man die ausgelagerten Schulden mit reinrechnen würde, aber das können wir dann später besprechen. Nein. Darüber reden wir dann noch. Herr Gurner Nowotny, auch Sie haben im November gesagt, Befürchtungen, Österreich könnte sein AAA verlieren, seien maßlos übertrieben. Ja, ich glaube, zunächst einmal muss man eben wirklich das in einem Zusammenhang sehen. Von den 3 großen Ratingagenturen haben 2 Österreich ein AAA gegeben und eine eben jetzt eine Abstufung gemacht. Nicht nur für Österreich, sondern ein Rundumschlag für Gesamteuropa. Also es ist ja nicht so, dass jetzt nur diese eine Recht hat, sondern und die 2 anderen Unrecht. Ich glaube, man muss das wirklich ausgewogen sehen. Zweiter Punkt. Man soll sich jetzt nicht nur auf diese Frage Ratingagentur konzentrieren. Das, was wir in Österreich machen müssen, müssen wir auf jeden Fall machen, ob mit oder ohne Ratingagentur. Das heißt, die Frage, dass wir eine konsequente Budgetkonsolidierung brauchen, das wissen wir selber auch. Das ist auch etwas, was wir machen müssen. Wo jetzt dieser Schritt von Standard & Poor's meines Erachtens wirklich gefährlich ist, das ist die europäische Ebene. Weil wir haben auf der europäischen Ebene doch in letzter Zeit einen gewissen Entspannungsprozess gehabt. Und der wird durch diesen Schritt, der ja wie gesagt ein Rundumschlag ist, der fast alle europäischen Staaten betrifft, deutlich erschwert. Das sehe ich wirklich ein Problem. Sie sprechen ja auch von einer politisch motivierten Entscheidung von Standard & Poor's. Was meinen Sie damit? Die Begründung von Standard & Poor's ist ja im Wesentlichen eine politische, wo Sie davon ausgehen, dass Sie sagen, Sie sind mit den Entwicklungen in Europa nicht zufrieden. Jetzt muss man auch ganz offen sagen, natürlich gibt es auch viele Gründe, warum man nicht zufrieden sein kann. Die Dinge gehen zu langsam. Aber dahinter steckt ja schon eine andere Sache. Und ich habe ja selber Gespräche mit Standard & Poor's geführt. Sie zweifeln generell an das Modell, das wir in Europa führen, nämlich, dass wir über Konsolidierungsmaßnahmen mit einer sehr restriktiven Politik der Europäischen Zentralbank weiterkommen. Ihr Modell ist mehr das amerikanische, das englische, das heißt, wo die Notenbank massiv selber aufkauft. Aber Standard & Poor's hat ja auch die USA herausgestuft. Ja, aber das erklärt ihm zum Beispiel, dass Großbritannien nach wie vor ein AAA hat, obwohl es wesentlich höhere Staatsverschuldung hat. Das heißt, und die USA sind ja überhaupt schon bei 100% der Staatsverschuldung. Das heißt, das ist schon eine gewisse politische, grundsätzliche Diskussion, die man wahrscheinlich auch einmal führen muss. Herr Treichl, jetzt ist in der Begründung von Standard & Poor's auch
zu lesen, wir haben es ja schon gehört. Das sind die stark mit Österreich verwobenen, wirtschaftlich verwobenen Länder, vor allem in Osteuropa. Und da sind, wie wir wissen, Österreichs Banken, auch die Ihre, ganz stark engagiert. Sind Ihre Bank oder österreichische Banken also, würden Sie sagen, mit Schuld daran, dass das AAA weg ist? Wenn Sie die Argumentation von Standard & Poor's nehmen, die immer schon eine sehr undifferenzierte Blickweise über Zentral- und Osteuropa gehabt hat und sich bei ihrer Analyse sehr stark auch auf die sehr undifferenzierten Zahlen der Bank für internationales Settlement gestützt haben, dann stimmt das. Also es steht ja spezifisch drinnen, dass es die hohen Außenstände der österreichischen Banken, insbesondere jetzt gegenüber Ungarn und Italien, sind. Jetzt muss man aber sagen, dass Österreich in den letzten 15 Jahren seine Wirtschaft eben sehr stark in diese Richtung orientiert hat. Und Österreich hat enorm davon profitiert auch. Italien ist der zweit- oder drittgrößte Handelspartner Österreichs, Ungarn, glaube ich, der viertgrößte. Viele andere Länder in Zentral- und Osteuropa auch. Ich glaube, eine Sache, und das haben wir auch schon immer mit Standard & Poor's besprochen, und der Gouverneur kennt das Argument auch sehr gut, es wird immer gesprochen über die Kredite, die wir in Zentral- und Osteuropa haben. Niemand redet über die Einlagen, die wir in Zentral- und Osteuropa haben. Und ich kann es für unsere Bank nehmen. Wir sind einer der größten. Wir haben insgesamt 50 Milliarden Kredite in der Region Zentral- und Osteuropa, hauptsächlich bei uns in der Tschechischen Republik, Slowakei, aber eben auch Ungarn und Rumänien. Aber wir haben genauso viele Einlagen in diesen Ländern. Das heißt, alle unsere Kredite an die Tschechen und die Slowaken sind auch mit Einlagen von tschechischen Kunden und von slowakischen Kunden. Ich sehe da nicht wirklich das Risiko für die Republik Österreich, aber Standard & Poor's hat eine andere Meinung. Deswegen müssen wir auch akzeptieren, ja, um Ihre Frage zu beantworten, für Standard & Poor's sind die österreichischen Banken, haben eine Verantwortung hier mitzutragen. Gar keine Frage. Wenn ich das vielleicht doch ergänzen darf, das ist eines der Probleme der Ratingagenturen, aber vielleicht überhaupt der Sicht, wenn man will, aus Amerika. Hier wird Zentral- und Osteuropa als ein Einheit gesehen. In Wirklichkeit sind das natürlich sehr unterschiedliche Bereiche, gerade dort zum Beispiel, wo der Herr Dreichel tätig ist. Er hat sozusagen seinen größten Bereich in Tschechien, überhaupt kein Problem. Natürlich auch einen großen Teil Ungarn, das ist leider ein Problem. Das heißt, man muss das wirklich von Land zu Land differenzieren. Herr Professor Felderer, Sie gehören zu denen, die es schon länger gewusst haben wollen, dass das auf uns zukommt. Nicht wollen, ich hab's ja, Sie haben es gewusst. Ich habe eine Pressekonferenz gemacht. Ja. Wissen Sie auch, die Begründung ist zweigeteilt. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was wiegt denn in Ihrer Wahrnehmung schwerer? Ist es dieser Komplex Osteuropa und Österreichs Wirtschaft, die so stark damit verwoben ist, oder sind es die hausgemachten Budget- und Defizitprobleme? Ich glaube, es gibt drei Gründe, wird auch dort so begründet. Das eine ist die europäische Governance, also die Art der Abstimmung. Das sagt der Gutachter, also der Gutachter, der nachher die Pressekonferenz macht, wörtlich, they're always behind the curve. Das sind wir ein bisschen hinten nach mit den Entscheidungen. Und das ist, muss ich sagen, ein bisschen auch richtig. Ich meine, die Reaktion war eine Reaktion, es war kein proaktives Handeln. Also erster Punkt würde ich schon sagen, nicht ganz falsch. Natürlich hat der Gouverneur recht, wenn er sagt, das ist eine politische Entscheidung. Aber politisch insofern als ein politischer Zustand beurteilt wird, der eben eigentlich kein gesunder ist. Daher verlangte auch die Kanzlerin Merkel, dass wir eine gemeinsame Finanzpolitik haben müssen, weil das so mit der pausenlosen Abstimmung und Einstimmigkeit nicht weitergehen kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es wird angeführt, die Schuldensituation in Österreich. Und da haben wir natürlich Zahlen, die schon zeigen, dass wir so gut nicht dastehen. Also, wir wollen nicht alles gut reden, sonst müssten wir nicht konsolidieren. Ja, wir stehen nicht so gut da. Der Konsolidierungspfad ist enttäuschend, wenn ich sehe, in diesem Jahr, Deutschland hat auch ein hohes Defizit 2009 und 10 gehabt und sie sind in 2011 auf 1,3% des BIP heruntergekommen. Wesentlich höheren Schuldenberg als wir. Sie haben einen höheren und höhere Arbeitslosigkeit. Ja, aber trotzdem, diese Entscheidungen fallen auch aufgrund von Glaubwürdigkeiten. Und ein kleines Land hat halt ein bisschen Nachteile. Dritter Punkt. Ist Ungarn und Italien, wird explizit beide Länder erwähnt, dafür kann Österreich gar nichts. Also da fangen weder die Politik noch sonst jemand. Das hat niemand voraussehen können und das wird man sehen, inwieweit
mit Hilfe aller vielleicht Ungarn doch herausgefischt werden kann. Bei der gegenwärtigen Regierung ist das allerdings nicht einfach. Schauen wir uns die Außensicht der Dinge an und dazu haben wir heute Abend aus Brüssel den Finanzexperten Daniel Groß zugeschaltet. Er ist vom Center for European Policy Studies, also eine Art Think Tank, eine Denkfabrik, die in Brüssel angesiedelt ist. Guten Abend, Herr Groß. Guten Abend aus Brüssel. Herr Groß, Sie sagen, Sie sehen das Problem viel, viel stärker bei den Banken angesiedelt als sonst wo. Können Sie uns erklären, warum Sie das so sehen? Ja, es ist klar, wenn man große Banken hat, relativ groß, zumindest zum Land selbst, die stark im Ausland engagiert sind, dann hat man immer eine latente Gefahr. Es kann gut gehen und man erwartet sich, dass es gut geht. Aber wenn es dann nicht gut geht, dann kann auch Österreich wenig tun. Das wurde ja vorhin schon erwähnt. Wenn es in Ungarn schlecht geht und wenn jetzt in Italien eine große Rezession kommt, dann leiden die österreichischen Banken darunter, ohne dass die österreichische Regierung irgendetwas dagegen tun könnte. Und deswegen muss man halt die Vorsorge, Risikovorsorge stärken. Ich glaube, einerseits das Budget konsolidieren ist wichtig, aber andererseits wäre es vielleicht noch viel wichtiger, die österreichischen Banken zu stärken. Ich glaube, da hat die Schweiz ein Beispiel gegeben. Man könnte noch sehr viel mehr tun, als zurzeit in Europa getan wird. Ja, die Schweizer Banken verordnen sich sehr, sehr viel strengere Eigenkapitalvorschriften, als es bei uns sogar Basel III vorsieht. Und das hören Sie schon gar nicht gerne, Basel III. Ja, bis auf die Klein- und Mittelbetriebe höre ich Basel III in der Zwischenzeit sehr gerne. Und ich glaube auch, dass sich die europäischen Banken ganz gut eingefügt haben. Man muss auch jetzt sagen, wenn wir uns anschauen, die Situation 2008 und jetzt, dann muss man ganz klar sagen, dass nicht nur die Wirtschaft, auch in Österreich, sondern auch die Banken wesentlich stärker dastehen als damals. Wir selber haben um fast 40% mehr Eigenkapital als noch 2008. Und mit den Schweizer Banken sollten wir uns bitte nicht vergleichen, weil die haben eine völlig andere Situation. Die sind ja kaum im Geschäft mit den Kreditkunden tätig und mit der Realwirtschaft. Also das sind Banken, die ja in ganz anderen Dimensionen agieren, weil wir als wir und daher auch völlig andere Eigenkapitalnotwendigkeiten haben. Aber in so einer schweren Zeit, wie wir jetzt haben, mit Situationen in Ungarn, kann man nicht genug Eigenkapital haben, gar keine Frage. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zu Herrn Groß zurück. Herr Groß, können Sie uns vielleicht noch sagen, es ist ja hier auch schon angeklungen, diese Reihe von Downgradings, also Aberkennen von Kreditwürdigkeit, die hat ja mehrere Staaten getroffen. Nicht alle waren vorher AAA und der Herr Professor Felderer hat es erwähnt. Das ist ja eigentlich auch eine Ohrfeige für die europäische Politik und ihre Bemühungen gewesen, diese ganze Sache irgendwie wieder in den Griff zu bekommen, oder? Kann man das so nicht sehen? Ja, das ist nun ganz eklatant, dass die Politik da immer hinterherläuft. Standard & Poor's hat sich auch so schön formuliert. Es gibt halt viele Probleme. Es gibt das Wettbewerbsfähigkeitsproblem, es gibt das Fiskalproblem, es gibt das Liquiditätsproblem. Aber irgendwie scheinen die Staats- und Regierungschefs sich nur auf ein einziges Problem einzuschießen, nämlich nur das Fiskalproblem. Und sie scheinen zu denken, wenn man das löst, lösen sich alle anderen Probleme von selbst. Und das ist halt nicht der Fall. Wenn man so ein schwaches Bankensystem hat, dann gibt es halt noch andere Probleme, Liquiditätsprobleme. Und die wurden bisher noch nicht gelöst. Und ich glaube, das sollten die Politiker sich jetzt mal wirklich zu Herzen nehmen. Nicht nur einseitig auf der Fiskalpolitik herumreiten und sagen, wenn wir das schaffen, schaffen wir alles. Nein, sondern wirklich das Gesamtproblem anpacken und die Finanzwelt erstmal stabilisieren. Da sitzt da ein nicht unbedeutender europäischer Politiker uns zugeschaltet jetzt in Bielefeld. Ich begrüße ganz herzlich den CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok nochmal. Schönen guten Abend nach Bielefeld. Herr Brok, Deutschland durfte sein AAA behalten, Österreich durfte es nicht. Sie haben gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in diesem Zusammenhang sehr kritisch von einem Währungskrieg gesprochen. Wie meinen Sie denn das? Na, ich glaube, dass, das wurde ja wohl zum Ausdruck gebracht, die angelsächsische Sichtweise hier eine Rolle spielt, die mit manchen Realitäten auf dem europäischen Kontinent wenig zu tun haben. Ich stimme mit Herrn Groß überein, dass Sparen allein es nicht reicht. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt noch erhebliche Schritte vorangekommen. Und wenn ich mir Italien anschaue, wo jetzt noch eine breite Mehrheit da ist, die notwendige Strukturveränderungen vornehmen will, ein Ministerpräsident, der über jeden Zweifel Hahn misst, dann ist eine Herabstufung von Italien zu diesem Zeitpunkt
in keiner Weise verständlich. Wenn man das vor 3 Monaten gemacht hätte, hätte ich das ja vielleicht noch nachvollziehen können. Wir sehen das bei der Liquidität, die Europäische Zentralbank tätig geworden ist und um die Weihnachtszeit herum doch Geld für die Banken flüssig gemacht hat. Das heißt, es stimmt, dass wir in der Schuldenfrage noch nicht getan haben, in der Wachstumsfrage noch nicht getan haben, dass die Fragen der Stärkung der Banken über stärkere Eigenkapitalquoten noch nicht genug getan haben, aber dass es in diese Richtung hineingeht und dass zu dem Zeitpunkt, wo in diese Richtung geht, stimmt und erste wichtige Maßnahmen und Schritte gemacht werden, eine solche Maßnahme aus den USA kommt, ist schon sehr verwunderlich und hat mit den Realitäten der letzten 3, 4 Wochen relativ wenig zu tun. Ja. Da möchte ich einhaken, und zwar deshalb, weil das, was wir derzeit gerade erleben, eigentlich nicht mit der wirtschaftlichen Realität im Einklang ist. Wir haben von Moody's im Dezember bescheinigt bekommen, dass wir wirtschaftliche Stärke haben, dass wir eine gute Standortqualität haben. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Europa. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, das überdurchschnittlich gegenüber den anderen EU-Staaten ist. Wir haben eine gute Sparquote der Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben eine niedrige Verschuldung im Verhältnis der privaten Haushalte. Das, was wir haben, ist nicht ein wirtschaftliches Problem, ist nicht ein Problem der Realwirtschaft. Das, was wir haben, ist ein Problem der Staaten und da der Schulden und der Defizite und Haushalte. Ich habe ja vorhin erwähnt, wenn man mehr ausgibt als einnimmt, dann muss man sich von jemandem Geld borgen. Das war vor der Griechenland-Krise nie ein Problem, weil Staatsanleihen sind gut aufgenommen worden, galten als sicher, haben die Versicherungen gekauft, die Pensionskassen. Auch die Sparer hatten diese Staatsanleihen in ihren Sparportfolios. Ja, dass das ewig so nicht weitergehen und kann mit dem Anhäufen von Schulden, das war ja wohl jedem klar, oder? Und dann ist plötzlich das Vertrauen ramponiert worden, weil Staatsanleihen nicht mehr sicher waren, weil Griechenland und auch andere Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. Und dieser Vertrauensverlust hat dann alle anderen auch angesteckt und plötzlich war es für alle Länder eine Diskussion, die wir ja Jahre vorher so nie erlebt haben. Eine Diskussion, dass wir unsere Defizite, unsere Staatsanleihen, die wir begeben, womöglich nicht platzieren können oder nur zu exorbitanten Zinsen. Das wiederum führt dazu, dass die Defizite noch größer werden und darin sieht man dann eine Spirale, die die Staaten in echte Bedrängnis bringt. Gott sei Dank. Und das hat Standard & Poor's nicht ausreichend bewertet. Das muss man schon dazu sagen. Waren wir auf all diese Ebenen gut vorbereitet? Wir haben ja im Herbst bereits für das Ostengagement eine Risikobremse eingezogen. Das heißt, es hat ja die Umstrukturierungen in den Banken gegeben mit enormer medialer Begleitmusik. Das heißt, man war in Österreich erstens gut vorbereitet. Zweitens haben wir in Österreich eine sehr konservative Art und Weise, uns zu finanzieren. Das heißt, langfristige Staatsanleihen, keine Derivative, keine spekulativen Papiere, die Fremdwährungskredite abgebaut. Das heißt, das hat man bei Standard & Poor's nicht in dem Ausmaß gewürdigt, bei den anderen beiden Ratingsagenturen aber sehr wohl. Gut, jetzt schauen wir mal, was einer dazu sagt, der nachweislich auch schon im Oktober die Gefahr der Herabstufung gesehen hat und auch darüber geschrieben hat und der das im Übrigen auch ganz in Ordnung findet. Das ist nämlich der Ressortleiter der Wirtschaftsredaktion der Tageszeitung Die Presse, Franz Schellhorn, und er ist heute Abend da. Also, wie es dem Boten der schlechten Nachricht geht, das sehen wir an diesen Tagen auch an den Reaktionen aus der Politik auf das Downgrading. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie das geschrieben haben am 23. Oktober, dass Österreich das AAA verlieren wird? Es war nicht tragisch. Es war sehr österreichisch. Dieses Land hat ein großes Talent, dass man Bagatellen dramatisiert und dramatische Entwicklungen bagatellisiert. Man sieht das auch jetzt wieder sehr schön. Es ist eigentlich, wenn man so den
der Dame und den Herren zuhört, alles eigentlich weitgehend in Ordnung. Es ist nicht so tragisch. Und das ist so die österreichische Reaktion. Das war auch im Herbst so. Man hat dann gesagt, naja, ein bisschen was müssten wir schon machen. Und eine Woche später hat man nur darüber diskutiert, wie man denn am schnellsten die Steuern erhöhen könnte. Und dann wäre schon alles in Ordnung. Das ist so, wie wenn man einen Wasserrohrbruch hat und sagt, naja, das Loch müssen wir nicht stopfen, schütten wir einfach oben ein bisschen mehr Wasser rein und irgendwann wird es schon alles gut geht. Das ist ein Vergleich, den auch der Rechnungshofpräsident immer wieder gebracht hat. Ein guter Vergleich. Sie sagen ja auch, dieser Schritt des Downgradings war und ist für Sie vollkommen in Ordnung. Warum? Naja, es ist in Österreich so, dass wir hier ein Land haben, das seit 40 Jahren es nicht schafft, weniger auszugeben, als es einnimmt. Wir müssen mittlerweile Kredite aufnehmen, um die Zinsen für die Altschulden zu bezahlen. So ein Land ist eigentlich nicht AAA würdig. Das Land hat es nur einer sehr starken Wirtschaft zu verdanken, dass es immer noch den AAA-Status hatte. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass dieser Status so lange gehalten hat. Und es ist auch keine Katastrophe. Die Katastrophe ist eher darin zu sehen, wie man damit umgeht. Dass man das Problem nicht erkennt und dass man jetzt wieder davon redet, dass man sagt, naja, jetzt müssten wir schon einmal weniger ausgeben. Man soll es einfach einmal tun. Dafür ist eine Regierung da und das ist eigentlich in anderen Ländern ganz gut gelungen. Schweden hat heute eine Verschuldung von 35% des BIP, die Schweiz von 40%. Wir sind bei 72%, 73%. Jetzt hat Bernhard Felder in seinem Eingangsstatement, das wir auch gehört haben bei seiner Vorstellung, gesagt, wir müssen uns alle unglaublich anstrengen, alle zusammen, um dieses AAA wieder zurückzubekommen. Halten Sie das für denkbar? Dass wir es zurückbekommen, das ist schon denkbar. Wir haben aber derzeit eher die größere Gefahr, dass wir auch den jetzigen Status verlieren. Also wir haben ein größeres Risiko nach unten als nach oben. Man verliert es definitiv schneller, als man es zurückholt. Da gibt es sehr viele Beispiele dafür. Und wenn die Regierung das Problem jetzt nicht erkennt, gemeinsam mit Ländern und Gemeinden, dann erübrigt sich jede Diskussion. Und das ist in 90 Tagen eine ganz andere Situation zu sehen. Und davor hätte ich größeren Respekt, als jetzt, dass man sagt, wir werden es schnell wieder zurückhaben. Herr Schellhorn, vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, Bagatellen dramatisieren, Dramas bagatellisieren, hat Herr Schellhorn gesagt. Ja, Herr Treichle, geben Sie ihm recht? Ich gebe ihm insgesamt recht, wenn wir keine Strukturreformen machen, und die hätten wir wahrscheinlich schon lange machen sollen, dann wird es sicherlich nicht wieder zu einem AAA kommen. Aber von meiner Warte aus bin ich eigentlich positiv überrascht von dem, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Und vielleicht kann diese Herabstufung einen Druck machen auf diejenigen, die verhindern, dass wir Reformen machen. Ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein in Österreich stärker wird, dass Reformen unbedingt notwendig sind. Und ich glaube, dass die Politik auch mehr erkennt, dass die Leute ja auch bereit dazu sind, diese Reformen mitzutragen. Aber was sicher stimmt, ist, dass die österreichische Wirtschaft, und da hat der Schellhorn auch recht, ist ganz einfach unheimlich stark. Und ist auch unheimlich stark durch diese Krise gegangen. Und das rettet dieses Land. So, jetzt muss man über das Downgrading sagen. Jetzt ist was Furchtbares passiert. Österreich hat jetzt genau das gleiche Rating wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Gezahlt haben wir schon längst so viel, wie wir jetzt im Rating haben. Nur da geht's jetzt in die europäische Situation hinein. Und das ist das, was Standard & Poor's schon seit Jahren immer wieder vertritt. Amerika haben sie downgegradet, aber das Pricing für Amerika ist genauso, wie es immer war, weil sie eine Schuldendruckmaschine haben. Und das ist einer der großen Konflikte, der sich in Europa jetzt abspielt. Was machen wir? Gehen wir den amerikanischen Weg? Machen wir das auch oder machen wir es nicht? Aber reden wir über die österreichische Situation. Und da würde mich eines interessieren. Hätte sich Herr Professor Felder, wie sehen Sie das, Ihrer Einschätzung nach, dieses Downgrading denn verhindern lassen, wenn sich die Regierung schon letztes Jahr entschlossen hätte, in einem wirtschaftlich sehr starken Jahr, in dem die Steuereinnahmen geflossen sind wie nie zuvor, Maßnahmen zu treffen, die vielleicht heuer schon gegriffen hätten? Ich glaube, es hätte sich, wenn man Anfang November erstens die Schuldenbremse als Verfassungsgesetz verabschiedet hätte, ohne dass die Opposition dagegen gewesen wäre, wenn man einen klaren Konsolidierungspfad vorgelegt hätte, der also nicht so großzügig war, der bis jetzt noch immer vorliegt. Es wird ja nach einem neuen verhandelt, aber
dann glaube ich schon, dass eine Chance bestanden hat. Also ich habe aus anderen Quellen, als wahrscheinlich der Gouverneur, auch den Hinweis bekommen, Anfang November war das, dass es diskutiert wird, ob Österreich das AAA bekommt bei Standard & Poor. Und deshalb habe ich auch damals diese Pressekonferenz gemacht. Also es war wirklich an der Kippe, aber sicher kann man es nicht sagen. Aber ich würde sagen, wenn es ist, schauen Sie zum Beispiel die Niederlande. Haben natürlich, es ist nicht diskutiert worden, haben einen negativen Outlook bekommen, aber trotzdem, sie haben das AAA. Also ich glaube, entscheidend ist, dass wir jetzt alle zusammen erkennen, es gibt keinen anderen Weg als Schuldenbremse, als Verfassungsgesetz, als weitere Konsolidierungen. Die Zeiten, wo wir anders argumentieren konnten, sind vorbei. Sie ist jetzt ein ganz klares Zeichen gesetzt. Herr Gouverneur, sehen Sie das auch so oder hätte sich das vermeiden lassen können? Also ich glaube, man soll sich überhaupt nicht so an dieser Frage der Ratingagenturen festklammern, weil da muss man eben sehen, eine hat runtergeratet, bei zwei haben wir ein AAA. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wir haben es verloren, wir haben es bei einem verloren, bei zwei behalten. Unabhängig davon gibt es aber die Dinge, die wir auf jeden Fall machen müssen. Völlig unabhängig, und man soll das auch nicht sozusagen so hochspielen, diese Ratingagenturen. Von der Sache her müssen wir natürlich aufpassen, dass wir in keine Schuldendynamik hineinkommen. Weil die Gefahr eben darin besteht, dass je stärker ich hier oder je länger ich das hinauszögere, die Konsolidierung, desto eher steigt dann die Schuldenquote. Das macht dann die nächste Konsolidierung wieder schwieriger. Und was wir sicherlich nicht haben wollen, ist eine Situation, die auch nur im Entferntesten dem entspricht, was wir jetzt in Italien sehen, was wir in Portugal sehen, von Griechenland ganz zu schweigen, wo ein Land von außen dann regiert wird, indem dann eine Expertenkommission und sozusagen irgendwelche Pläne aufgibt. Das ist etwas, was wir selber machen müssen. Ich glaube, da gibt es einen Konsens. Es ist natürlich schwierig, so etwas politisch durchzuführen. Es ist auch, und das ist ja richtig, was gesagt wurde, ich muss natürlich gleichzeitig versuchen, auch die Wachstumskräfte selber zu stärken. Ich glaube, man muss beide Schienen fahren. Wir haben in Österreich gerade im Bereich Technologiepolitik, gerade im Bereich Ausbildungspolitik sicherlich auch die Notwendigkeit, Wachstumsperspektiven zu stärken. Und ich glaube, das werden wir auch dann schaffen. Aber wie gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall völlig unabhängig von Ratingagenturen. Ganz kurz, bevor wir dann über das Budget reden. Wir hätten auch die Ratingagenturen gar nicht gebraucht, denn der Spread im Verhältnis zu Deutschland ist schon fast 1,5% und wird wahrscheinlich noch ein bisschen zulegen. Also das heißt, die Investoren haben uns schon längst heruntergestuft. Die haben uns schon längst bereits die rote Karte. Und jetzt haben wir es halt schwarz auf weiß. Frau Fechter, Sie haben im Oktober bei Ihrer ersten Budgetrede gesagt, und ich zitiere Sie da wörtlich, das österreichische Budgetschiff ist auf sicherem Kurs und Österreich ist mit einem Defizit von 3,2% für 2012 für raue Winde gerüstet. Jetzt wissen wir, es wird verhandelt über ein großes Sparpaket. Ihr Budget von Oktober ist damit vielleicht nicht mehr so allzu viel wert. Ist das die nächste Aussage, die Sie jetzt revidieren müssen? Wir sind deshalb budgetär gut gerüstet, weil wir mehrere Maßnahmen bereits haben in Gesetzeskraft, die stabile Finanzen gewährleisten. Nämlich, wir haben Haftungsobergrenzen, wir haben im Hinblick auf den Budgetpfad einen Konsolidierungspfad nach unten, wir haben einen Stabilitätspakt mit den Ländern, wir haben mit den Ländern auch Haftungsobergrenzen vereinbart, aber... Und da kommt das Aber. Wir waren bei diesen Maßnahmen mit der Konsolidierung, dass wir Richtung Nulldefizit gehen, zu wenig ambitioniert. Wir zahlen alleine heuer, nehmen wir 9 Milliarden Euro neue Schulden auf. Und zwar sind das ziemlich genau jene 9 Milliarden, die wir an Zinsen für die Altschulden in diesem Jahr zurückzahlen müssen. Aber also, wenn das ein privater Haushalt neue Schulden aufnehmen muss, zusätzliche, also zum Beginn der alten Schulden. Also die Zahlen, es ist richtig, dass wir noch keinen Primärüberschuss beispielsweise 2011 hatten und für unsere Zinsen wieder neue Schulden machen mussten. Aber es ist so, dass aufgrund der Prognosen wir die Budgets erstellen und die Prognosen waren sehr, sehr, sehr
vorsichtig. Tatsache ist, dass wir wesentlich besser abgeschlossen haben als ursprünglich geplant. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht ein Fehler, dass man sich ärmer macht, als man tatsächlich ist. Ich sage, es ist kein Fehler, dass man besser ist als prognostiziert. Beispielsweise im Jahr 2011, also im abgeschlossenen Jahr, haben wir ausgesprochen gut abgeschlossen und wir haben nicht ein Defizit von 9 Milliarden gemacht, sondern nur eins von 5 Milliarden, ist immer noch zu viel. Und diesen Kurs müssen wir weiterfahren. Wir sind stabil in unseren Budgets, aber eben zu wenig ambitioniert Richtung Nulldefizit, weil erst wenn ich ein Nulldefizit habe, kann ich mich dann ans Schuldensenken heranmachen. Das heißt, mit Defiziten machen wir ja immer noch zusätzliche Schulden. Und das soll nicht sein. Und daher haben wir jetzt ein ganz ambitioniertes Reformprogramm, bereits in Verhandlung, um rascher zum Nulldefizit zu kommen. Gut, ich muss jetzt ein bisschen bremsen und muss den Fokus auf ein Thema legen, über das auch Elmar Brock in Bielefeld mit uns, glaube ich, ganz gut sprechen kann, nämlich über das Thema Schuldenbremse in der Verfassung. Sie haben es erwähnt, Herr Professor Felderer, es ist ein Thema, das Österreichs Innenpolitik seit einigen Wochen intensiv beschäftigt. Aber wir kennen uns nicht mehr so ganz aus, Herr Brock. Sie sind nämlich jener Politiker, der sozusagen im Auftrag des Europaparlaments mitverhandelt über diesen Fiskalpakt, also das Abkommen, mit dem sich die europäischen Staaten zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichten wollen. Das geht jetzt in die Endrunde. Und jetzt ist so durchgesickert, na ja, es ist ja gar nicht eigentlich so wichtig, dass das tatsächlich in der Verfassung steht. Also wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Verhandlungen? Muss das in die Verfassung oder kann es ein einfaches Gesetz sein, damit das wirkt? Bitte klären Sie uns auf. Es soll in der Verfassung sein oder in einem ähnlich verbindlichen Dokument. Das hängt natürlich jeweils nach der nationalen Verfassung ab, aber jedenfalls nicht, dass das mit einer einfachen politischen Mehrheit wieder verändert werden kann. Nachdem der Stabilitäts- und Wachstumspakt im vorigen Jahrzehnt gebrochen worden ist, besteht keine Glaubwürdigkeit mehr bei den Bürgern, in der Öffentlichkeit, bei den sogenannten Märkten, dass die Europäer ihre Regeln einhalten und insbesondere die Mitgliedstaaten ihre Regeln einhalten. Und es geht jetzt darum, über dieses Konzept, über manches andere, was bereits beschlossen ist, dass diese Glaubwürdigkeit der Durchsetzung von Recht wieder klar ist, um so Vertrauen zu schaffen. Dazu gehört die Schuldenbremse, dazu gehörte das europäische Semester der Überprüfbarkeit nationaler Haushalte im präventiven Bereich. Dazu gehört auch die umgekehrte Mehrheit, die zum großen Teil schon im neuen Stabilitätspakt umgesetzt ist, aber jetzt in einem bestimmten Punkt, weil es sonst über den bisherigen Vertrag nicht geht, in diesen Sondervertrag hineinkommt. Also nämlich dann, wenn Mängel in einem Staat festgestellt werden, der Automatismus nicht geblockt werden kann durch eine Entscheidung der Mitgliedstaaten, die das nicht gemacht haben bisher. Herr Bock, darf ich noch mal nachfragen jetzt zum Thema Schuldenbremse in der Verfassung? Sie sagen, in der Verfassung oder in einem ähnlichen Rahmen, einen ähnlichen Rahmen als die Verfassung gibt es also meines Wissens jetzt in Österreich nicht. Ja, das ist ein einfaches Bundesgesetz. Für die europäischen Länder, die keine Verfassung wäre haben. Wäre ein einfaches Bundesgesetz aus Österreich mit einer einfachen Mehrheit beschlossen, für Sie das ausreichend? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich heiße, das Entscheidende ist ja bei einer Verfassungs-, ist es, dass in der Regel nur mit 2/3 oder 3/4 Mehrheit verändert werden kann. Und es darf nicht der politischen Opportunität unterliegen, einer jeweiligen politischen Mehrheit in einem Parlament, ob man sich daran hält oder nicht hält. Darum geht es. Genauso wie mit der umgekehrten Mehrheit in der Entscheidung, wenn von der Kommission Defizitverfahren gegen Länder in Gang gesetzt werden, die sich nicht an die Regeln halten. Das muss gewährleistet werden. Das muss signalisiert werden. Und ich glaube, dass insgesamt das Konzept steckt dahinter, dass wir eben die Überschuldung endlich in den Griff bekommen müssen. Dann ist das ein Sündenfall der Politik in den letzten 30 Jahren gewesen. Aber wenn ich noch einen weiteren Satz dazu sagen darf, was wir bisher gar nicht diskutiert haben. Wir müssen auch in der Stärke sein, dass nationale Haushalte wieder Krisen ertragen können. Nachdem die Finanzwirtschaft 2008 uns in diese Krise hineingeführt hat, ist der Schuldenstand in vielen Ländern dramatisch gestiegen. In Deutschland von 60% auf 80%, in Irland von 25% auf 100%. Auch Österreich hat große Probleme damit gehabt. Und nochmal eine solche Krise von den Finanzmärkten würden die nationalen Haushalte zum Zusammenbruch bringen.
Deswegen kann dieses Konzept nur gedacht werden, wenn wir endlich auch Regeln für die Finanzmärkte haben, damit das Casino-Denken ein Ende hat und auf diese Art und Weise wir nicht mehr in der Lage sind, Wirtschaftspolitik in vernünftiger Weise zu gestalten und dieses den Finanzmärkten überlassen. Und da müssen wir, glaube ich, genauso einen Schwerpunkt darauf legen, dass hier europäische und globale Regelungen geschaffen werden, um diese Finanzmärkte in den Griff zu bekommen. Das ist ja eine Zahl, die fantastisch ist. Die Staaten dieser Welt haben insgesamt ein Bruttoinlandsprodukt von 55 Billionen Euro. Die Finanzen, die um die Welt fluten, sind 500 Billionen Euro. Und dieses unkontrolliert. Dies ist sicherlich ein Kernproblem, das wir mit in Angriff nehmen wollen, damit die nationalen Haushalte noch tragfähig sind. Österreich steht. Österreich steht im Moment vor einem Problem, das nicht in Billionen auszudrücken ist, aber in der einfachen Frage auszudrücken ist, wie will denn die Regierung es hinkriegen, trotz des anhaltenden Widerstandes der Opposition, diese Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben. Vizekanzler Spindelegger hat, glaube ich, gestern im Sender ATV gesagt, er sieht da keine Chance mehr, dass das noch klappt. Ist eine Frage, die natürlich an die Regierung gestellt ist, wäre eine Frage gewesen für die Pressestunde heute an den Herrn Bucher, wie er das sieht, dass er die Verfassungsmehrheit mit unterstützt. Aber nichtsdestotrotz, die Regierung wird und die Regierungsparteien und Kanzler, Vizekanzler weiterhin mit den Oppositionsparteien Gespräche führen und darauf dringen, dass eine Verfassungsmehrheit hergegeben wird und auch natürlich darüber reden, unter welchen Bedingungen und was alles dafür notwendig ist. Aber ich möchte einen anderen Punkt noch dazu sagen, nämlich unabhängig, ob Verfassungsrang oder einfaches Gesetz. Genauso wie unabhängig, ob AAA oder herabgestuft, wir müssen die Konsolidierung des Staatshaushalts in Angriff nehmen. Das ist einmal wichtig, dass wir das nicht tun, weil am Freitag wir runtergeratet worden sind, sondern weil wir wissen, dass es uns sehr viel Geld kostet, dass man besser einsetzen könnte und uns abhängig macht von inzwischen manchmal auch irrational verrückten Finanzmärkten. Aber jetzt muss ich schon zwischenfragen, haben Sie das, alles, was Sie uns jetzt gesagt haben, vor zwei Jahren noch nicht gewusst? Oder warum hat es bis 2012 dauern müssen, bevor man sich darüber Gedanken macht? Nein, das ist ja nicht richtig, was Sie sagen. Sondern es ist ja so, wir machen uns ja laufend Gedanken. Wir haben ja auch, der Professor Felder hat gesagt, einen Konsolidierungskurs. Wir haben budgetiert gehabt für 2011 3,9% Defizit. Wir werden wesentlich besser liegen im Vollzug des Jahres 2011, vermutlich bei 3,2 bis 3,4. Also das heißt wirklich entscheidend besser, weil es auch wichtig ist, diese gute Entwicklung nicht wieder gleich auszugeben, sondern für Konsolidierung zu nutzen. Aber wir haben auch verstanden in der Entwicklung der letzten 1,5 Jahre, dass es eine wesentliche stärkere Dynamisierung noch braucht, weil auch die Märkte wesentlich schwieriger geworden sind. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man daher jetzt auch noch einmal verstärkt über die Pläne, die wir haben, noch einmal ein Reformprojekt, um die Dynamiken auch, die wir in unserem Haushalt haben, für die Zukunft für 2016, 2017 in Richtung ausgeglichenen Haushalt zu bewegen. Frau Turner, wir haben ja die Krise durch kluge Maßnahmen eigentlich gut überstanden. Dann haben wir ein paar unkluge Maßnahmen an jenem Nachmittag im Parlament, wo wir plötzlich mit freien Mehrheiten 3,5 Milliarden Geld ausgegeben haben. Da waren ein paar Unkluge auch dabei. Aber sie haben geholfen, die Krise 2008 gut zu überstehen. Wir haben dann das viele Geld mit den Schulden wieder zurückführen wollen mit dem Pfad von Leupersdorf. Und Sie erinnern sich alle noch ganz genau, was passiert ist. Nachdem wir in Leupersdorf einen Sparpfad eingeschlagen haben, drei Tage später haben dann die einzelnen Gruppierungen, die es getroffen hätte, einen erheblichen Aufstand gemacht und es wurden wieder Maßnahmen zurückgenommen. Das heißt, jetzt bemühen wir uns, die Bevölkerung auch darauf gut vorzubereiten, dass wir sparen müssen. Das waren sie vielleicht in Leupersdorf noch nicht in dem Ausmaß. Jetzt ist Gott sei Dank in weiten Bereichen, sowohl in der politischen Ebene als auch bei der Bevölkerung, schon ein Gespür da, dass gespart werden muss, dass man Reformen angehen muss, dass man von den Schulden herunterkommen muss. Weil im Hinblick auf unsere Gesamtsituation will niemand dort landen, wo Griechenland gelandet ist.
Ja, so, jetzt haben wir aber möglicherweise noch einige Gefahren, die da auf uns zukommen, und auf die weisen auch internationale Experten natürlich genau in diesen Tagen hin. Es könnte sein, dass dieser berühmte europäische Rettungsschirm im Zuge dieser Downgradings auch noch sein Fett wegbekommt und heruntergeratet wird, wird Österreich auch was kosten, weil dann mehr eingezahlt werden muss. Und auch das sagen die internationalen Finanzexperten von den Ratingagenturen, was wir alle nicht uns wünschen, wenn einer Bank etwas passiert. Halten Sie das, Herr Gouverneur Nowotny, für denkbar, dass in Österreich einer Bank 2012 etwas passiert? Also für Österreich sehe ich keine große Gefahr. Wo wir schon eine erhebliche Unsicherheit haben, und das muss man ganz offen sagen, das ist auf der europäischen Ebene. Es ist in dem Sinn diese Entwicklung wirklich zur Unzeit gekommen, weil wir eine Verbesserung hatten. Das wird jetzt abgebrochen. Es ist sehr dramatisch, dass ein Land wie Italien gleich um 2 Stufen runtergerätet wurde. Italien wird Regierung und Banken zusammen in diesem Jahr etwa 500 Milliarden Euro auf den Finanzmärkten aufnehmen müssen. Das ist schon eine erhebliche Herausforderung. Also das sind schon heikle Zeiten. Von Seiten der Europäischen Zentralbank wird alles gemacht, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten tun können, um hier eine Entlastung zu bringen. Das heißt, wir haben auch zusätzliche Liquidität bereitgestellt. Und ich glaube, es ist eben auch sehr wichtig, dass jetzt insgesamt eine gewisse Beruhigung eintritt. Das heißt einerseits, dass das, was auf der europäischen Ebene beschlossen wurde, endlich auch umgesetzt wird. Also dieser Rettungsschirm ist ja beschlossen, aber er ist noch nicht wirklich sozusagen einsatzfähig. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, sobald hier die Dinge wirklich beschlossen sind, sobald sie dann auch umgesetzt sind, das sollte dann eine gewisse Beruhigung bringen. Schließen Sie aus, Herr Treichl, dass Sie heuer noch mal Geld vom Staat brauchen werden? Ja, ja, absolut. Wir haben im Oktober letztes Jahr einen extrem schmerzhaften Schnitt gesetzt, mit ziemlich medialer Begleitung. Wir haben den Schnitt gemacht, weil wir wirtschaftlich stark genug sind, um ihn machen zu können, und haben uns dafür für 2012 und die Jahre danach freigespielt. Und ich glaube, das ist das, was für Österreich spricht. Wir können jetzt alle nicht sagen, was wird aus dem ESM, wie wird im Endeffekt die Politik der EZB sein. Aber wir haben in Österreich eine extrem gute Ausgangsposition. Und ich glaube, das, was die Regierung jetzt machen wird, so hoffen wir alle, ist, dass sie die Ansprüche, die wir in diesem Land haben, erhöht. Österreich braucht nicht 72% Schulden. Wir könnten locker mit 60% auskommen, weil wir eine extrem gut funktionierende Wirtschaft haben, die diese Krise wirklich gut überstanden hat. Das ist das große Glück, das wir in Österreich haben. Jetzt haben wir ein Problem ein bisschen in Italien, ein Problem in Ungarn, aber wir sind im stärksten Wirtschaftsraum von ganz Europa tätig. Die produzierende Wirtschaft, der Handel, der Tourismus und auch die Banken. Wir haben einen Platz, den sich die Belgier, die Spanier, alle anderen wünschen würden. Nein, es gibt überhaupt keinen Grund für uns, warum wir nicht den Weg gehen können, den die Schweden gegangen sind und das Defizit massiv reduziert haben. Das können wir in Österreich auch, ohne dass wir die Arbeitslosigkeit erhöhen. Das ist das Glück, das wir haben. Das ist das Riesenproblem der Italiener und der Spanier. Aber dann hören wir, da möchte ich ganz gerne noch mal kurz Daniel Groß in Brüssel fragen. Daniel Groß, Sie hören, was die Herren hier in Wien sagen. Sie sehen eigentlich keine Gefahr für die österreichischen Banken, auch Andreas Treichl nicht für die seine. Schätzen Sie das genauso ein? Ja, das ist typisch. Man konzentriert sich immer auf die eigene politische Situation. Und bei den Banken, natürlich kann man sagen, es gibt langfristig gesehen nur gute Aussichten. Aber was halt die Märkte sagen, ist ganz einfach. Kurzfristig gibt es ein Problem, und das ist ein Problem, was Österreich nicht beherrschen kann. Wenn Italien den Bach runtergeht, wenn es also Italien wirklich kracht und knirscht, dann werden die österreichischen Banken stark leiden, und da kann Österreich nichts dagegen tun. Das gleiche in Ungarn, das gleiche kann auch woanders passieren. Das heißt, wenn man auch eine noch so starke Wirtschaft hat, wenn man große Banken hat, die im Ausland tätig sind, dann hat man das Schicksal des Landes teilweise zumindest nicht mehr in der Hand. Und dagegen muss man Risikovorsorge treffen. Die Märkte haben ganz klar gesagt,
Es reicht nicht. Nicht nur diese Meinung von Standard & Poor's. Wir haben es ja schon vorher gehört, die Zinsen für den österreichischen Staat sind ja auch gestiegen. Das heißt, die Refinanzierungskosten der Banken werden auch steigen. Und das ganze Geschäftsmodell der Banken war ja bisher, wir bauen auf der guten Bonität, der sehr guten Bonität des österreichischen Staates auf, können Gelder billig einsammeln und investieren sie dann gewinnbringend in Osteuropa und woanders. Dieses Geschäftsmodell wird jetzt nicht mehr so funktionieren. Und selbst wenn 2011 schon viel gemacht wurde, ich glaube, es wäre doch besser, da nochmal nachzubessern, um wirklich vorzusorgen. Denn wenn ein GAU kommt, dann könnte es sehr schlecht aussehen. Die Kenntnis, ich kenne den Herrn Groß sehr gut, er hat eine bestimmte Meinung zu den europäischen Banken. Wirklich auskennen tut er sich beim zentraleuropäischen Bankensystem nicht, weil das sind Banken, die selbstständig sind, extrem hoch kapitalisiert sind, wesentlich höher kapitalisiert sind als in vielen westlichen und ein reines Geschäftsbankenmodell. Er denkt immer in Terms of Deutsche Bank und so weiter, das ist eine völlig andere Kategorie. Das sind hier Geschäftsbanken, die Kredite an die Wirtschaft vergeben und Einlagen aus der Wirtschaft und von den Leuten hereinnehmen. Herr Groß sagt nein. Warum ich mal sagen darf, gerade Geschäftsbanken, die Kredite an die Wirtschaft vergeben, sind dann anfällig, wenn die Wirtschaft schlecht geht. Und sie kann auch teilweise sehr schlecht gehen. Das ist ja das Bankgeschäft. In Italien oder Ungarn. Dafür sind wir da. Ich glaube, ich meine, das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Natürlich hat eine Bank, und je größer sie ist, desto mehr, eine Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist ja ganz offensichtlich. Und man muss auch sagen, ich glaube, das muss man selbstkritisch sehen, wir haben natürlich auch in Österreich, sowohl in Österreich wie auch in unseren umliegenden Staaten, zum Teil Fehlentwicklungen gehabt. Also etwa der große Anteil der Fremdwährungskredite ist ein Problem und es hat gar keinen Sinn, das zu verschweigen. Allerdings sind wir eben dabei, das zu korrigieren. In Österreich gibt es keine neuen Fremdwährungskredite mehr. Wir haben voriges Jahr ÖNB und FMA auch die entsprechenden Regelungen für die Nachbarstaaten gemacht. Das dauert natürlich eine Zeit, bis sich das dann alles auswirkt. Also sicherlich, man muss aufpassen. Und man muss aber insgesamt, und das möchte ich schon wiederholen, die Präsenz, die Tätigkeit der österreichischen Banken in Zentral- und Osteuropa war und ist ein Erfolgsmodell. Mhm. Und zwar sowohl für die Staaten selber, weil die haben damit eine funktionierende Bankinfrastruktur bekommen und natürlich auch für die österreichischen Banken. Das war nicht überall ein Erfolgsmodell. Andreas Streichel musste gerade in Rumänien eine Bank mit ziemlich großen Abschreibungen verkaufen. Ja, schon, aber es heißt, ich habe dort sozusagen langfristig eine funktionierende Infrastruktur. Natürlich geht das auf und ab, aber ich glaube, insgesamt ist es richtig. Allerdings, es muss eben entsprechend vorsichtig sein. Daher haben wir auch nicht ganz immer zur Freude der Banken eben verlangt, dass hier die Eigenkapitalquoten hinaufgesetzt werden. Und das ist inzwischen verstanden worden. Beantworten Sie uns allen noch eine Wissensfrage. Jetzt hat Österreich nicht mehr die höchste Bonität und muss schon bisher für seine Anleihen höhere Zinsen bezahlen als zum Beispiel Deutschland. Der Unterschied zwischen dem deutschen Zinssatz und dem österreichischen Zinssatz macht in Geld ausgedrückt rund 1 Milliarde aus. Wird sich das jetzt noch weiter in diese Richtung entwickeln, dass wir höhere, noch mehr Geld bezahlen müssen? Wie viel macht das aus? Mit wie viel belastet das den Staatshaushalt? Kann man das sagen? Ich habe gerade heute Nachmittag eine Studie so elektronisch bekommen von Goldman Sachs, die dieser Frage nachgegangen, also das ist eine große Investmentbank, Goldman Sachs, die dieser Frage nachgegangen sind, die für Österreich davon ausgehen, dass es unmittelbar keine Wirkungen hat. Wie gesagt, muss ich mal betonen, in der Regel reagieren die Märkte dann, wenn zwei Ratingagenturen runter. Wir haben zwei positiv und eine negativ. Das heißt, es gibt noch keinen unmittelbaren Anlass, hier zu reagieren. Wo allerdings auch von dieser Erstanalyse natürlich eine gewisse Problematik gesehen wird, das ist dort eben leider spezielles Fall Italien, wo ich gleich um zwei Stufen und wo auch der Finanzierungsbedarf sehr viel größer ist. Aber für Österreich unmittelbar sehe ich in der Beziehung keine wesentlichen Änderungen. Das hängt ja auch von so vielen anderen Faktoren ab. Aber das muss man noch sagen, das ist keine Verharmlosung. So, weil trotzdem müssen wir sozusagen auf die Sache aufpassen, auch wenn es unmittelbar keinen Effekt hat. Und der Hintergrund der Frage, der geht an Sie beide natürlich, weil es geht jetzt darum, sind diese 2 Milliarden, von denen die ganze Zeit die Rede ist, dass die jetzt einmal gleich einmal eingespart werden sollen.
überhaupt ausreichend? Oder muss man da noch mehr einsparen, gleich in einem ersten Schritt? Das ist eine Frage, wo sich offenbar Kanzler und Vizekanzler nicht ganz einig sind. Der Kanzler sagt 2 Milliarden, der Vizekanzler sagt, das kann man nicht politisch beschließen, das gibt das Finanzministerium vor. Also sagen Sie, Frau Fekter, heute Abend, 2 Milliarden, wie wir uns vorgenommen haben, das reicht erstmal oder es muss mehr werden? Frau Thurnherr, mir geht es um Strukturreformen. Es bringt überhaupt nichts, nur Geld zusammenzukratzen und dann haben wir in 3 Jahren wieder dasselbe Problem. Wir müssen, und da gebe ich dem Herrn Schellhorn auch recht, jene Löcher, wo wir ineffizient das Geld ausgeben, die müssen wir stopfen. Und da haben wir viele davon. Das heißt, die haben wir ja identifiziert. Die haben wir dann in Arbeitsgruppen vertieft, zu sagen, was machen wir bei den Frühpensionen? Es geht nicht an, dass man mit 52, 54 in Frühpension geht und dann als sehr fitter Frühpensionist aber auf Steuerkosten. Oder? Und der Frühpensionen, Gesundheitssystem, ÖBB, Förderungen, ja, 44.000 Förderungen. Der Professor das heißt, Felderer wird Ihnen auch sagen, ich will hier Reformen haben. Mit diesen Reformen sollen dann automatisch Spar- und kostendämpfende Pfade kommen und dann werden leicht die Potenziale, die wir für den Defizitabbau brauchen, erreicht werden. Und daran arbeiten wir derzeit gerade ganz intensiv. Und da würde der Herr Professor Felderer sagen, wie er es auch damals getan hat, als die Beamtengehaltsverhandlungen abgeschlossen wurden, wird Sie wahrscheinlich fragen, na, wie wollen Sie denn zum Beispiel den Herrn Neugebauer davon überzeugen, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Ihr Parteifreund, dass es einen Aufnahmestopp bei den Beamten geben wird. Das ist Ihnen bisher nicht wirklich gelungen. Wir haben den Aufnahmestopp bei den Beamten bisher im Verhältnis 1:2 gehabt. Also nur jede zweite Position darf im öffentlichen Dienst nachbesetzt werden. Das Herrn Neugebauer überzeugen. Das ist beschlossen worden in Löppersdorf. Das ist derzeit Praxis. Und wir bauen auch bei den Beamten in den Dienststellen sukzessive ab. Wir haben aber im Rahmen der Reformen festgestellt, dass die ausgegliederten Gesellschaften, ja, wo wir aus dem öffentlichen Bereich eine GmbH gemacht haben, dass diese ausgegliederten Gesellschaften von dieser Regel nicht umfasst sind und plötzlich mehr und mehr und mehr Personal haben, die besser und teurer bezahlen als die Beamten bezahlt worden wären und mehr Steuergeld verbrauchen als vorher, als noch der öffentliche Dienst das gemacht hat. Daher schauen wir uns derzeit auch besonders die ausgegliederten Gesellschaften an, weil die sich aufplustern. Bei den beim Beamtenstopp, das ist, glaube ich, relativ konsensual diskutiert worden, mit den Ausnahmen Schule und Bildung, Sicherheit und die Lehrlinge. Wir werden die Lehrlinge auch nicht hängen lassen. Der öffentliche Dienst nimmt ja auch Lehrlinge auf. Das heißt, wir gehen schon sehr behutsam vor. Wir sparen nicht mit der Rasenmähermethode. Wir schauen uns genau an, wo sind die Lücken, wo brauchen wir Offensivmaßnahmen für Wachstum. Wir dürfen das Wachstum nicht bremsen und in Investitionen in die Zukunft. Was zu beweisen, das ist Bildung, Kinder und Wissenschaft und Forschung. Und das gilt auch jetzt schon als Priorität bei Leupersdorf. Punkt. Das schauen wir uns an, ob das dann so in die Tat umgesetzt wird und was der Herr Neugebauer davon hält, das wird er uns ganz sicher in den nächsten Tagen dann sagen. Herr Schieder, und Sie werden die Öffentlichkeit vor allem davon überzeugen müssen, dass nicht das passiert, was der Herr Schellhorn gesagt hat, nämlich auch frei nach Rechnungshofpräsident Moser, dass in ein Fass, das Löcher hat, oben noch Geld hineingeschüttet wird, nämlich in Form von neuen Steuern. Werde ich nicht machen, weil ich halte dem Herrn Schellhorn seine Sichtweise da für falsch und auch, wie auch das andere, leicht ideologisch motiviert. Ich glaube, dass ein Budget besteht aus Einnahmen und Ausgaben. Und ich habe daher zwei Schrauben, an denen ich drehen kann. Und von vornherein eine Schraube auszuschließen, wäre falsch. Aber weil Sie die Frage gestellt haben, reichen 2 Milliarden oder nicht,
Es ist ganz einfach. Wir haben das Ziel, 2016-17 einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Und je nach Wirtschaftsprognose ist es dann ausrechenbar mit dem, wie viel jetziger Konsolidierungspfad plus zusätzlicher ist und ob sich's ausgehen wird oder nicht. Das werden Sie kritisch hinterfragen und berichten. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist unser Ziel und an dem, genau an dem arbeiten wir. Das ist die Sache. Und aus meiner politischen Sicht, aus der Sicht auch des Bundeskanzlers, halten wir eine Vielzahl auch nicht nur an Einsparungen, an Strukturänderungen, an Anheben des faktischen Pensionsalters und dergleichen für notwendig, sondern auch jene Teile der Gesellschaft, die ein hohes Vermögen haben und einen relativ geringen Steuerbeitrag leisten, auch in Zukunft einen höheren zu leisten. Das ist ein Punkt der Fairness, aber hier gibt es noch die politische Diskussion, die wir Ihnen auch nicht den Gefallen machen werden, dass wir die jetzt hier in der Sendung führen, sondern intern und ein fertiges Paket präsentieren werden. Aber vielleicht war ja dieses Downgrading... Und dann kann sich der Herr Schellhorn in seiner Zeitung wieder aufregen drüber. Soll er bitte gerne machen, immer interessant zu lesen auf jeden Fall. Und dann werden wir noch beobachten und sicher auch feststellen, ob dieser deutliche Warnschuss von Standard & Poor's vielleicht sowas wie ein Weckruf für das Überwinden von Blockaden bei dieser oder der anderen Verhandlung über die Zukunft unseres Staatshaushaltes war. Man wird sehen, wird interessant sein. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind. Schönen Dank. Schönen Dank, Daniel Groß nach Brüssel und Elmar Brock nach Bielefeld. Einen guten Abend Ihnen. Es war schön, dass Sie dabei waren. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse und sage Ihnen gleich, falls Sie wissen wollen, wie die Finanzmärkte reagieren, dann müssen wir noch ein bisschen warten. In Kürze öffnen die Finanzmärkte in Asien. Morgen früh, wenn wir aufwachen, dann wissen wir, wie die europäischen Börsen in den Tag loslegen. Europa und das liebe Geld, Fortsetzung folgt ganz sicher. Bei uns geht's jetzt weiter mit The Queen, The Godmother of Punk, mit einem Doc-Film über Nina Hagen. Ihre exzentrischen Auftritte auch bei uns im ORF sind legendär. Ihre Stimme ist es auch. Der Film zeigt Einblicke in das wilde Leben der 56-jährigen Sängerin. Also bleiben Sie auf, schauen Sie zu. Ich sage Ihnen für heute Danke und bis nächste Woche im Zentrum.